Leo, eine in der Entstehung sicherlich unglückliche Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Wie fällt jetzt ein Tag später dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ist immer noch, dass natürlich die Niederlage ein bisschen nachwirkt. War eine kurze Nacht, das Spiel war ja gestern Abend erst und kommt natürlich dann schon mit einem schlechten Gefühl hierher. Was hat abgesehen vom Platzverweis gestern nicht optimal geklappt? Vielleicht habt ihr schon mit dem Trainer einmal kurz gesprochen gestern nach dem Spiel. Wir haben bisher noch nicht mit dem Trainer gesprochen. Ich glaube, das Problem war natürlich, dass wir dann ja, einfach mit 10 Mann zu wenig selber den Ball hatten, zu viel hinterherlaufen mussten, zu viel hinterhergelaufen sind und Bielefeld es dann vielleicht auch ganz ordentlich gemacht hat, uns ins Laufen gekriegt hat und wir kaum mehr für Entlastung sorgen konnten. Und ja, da sind in der ersten Halbzeit die Tore gefallen, auch viel zu früh natürlich, dass wir sagen können, wir bleiben lange in Schlagdistanz und leider haben wir es dann auch nicht mehr geschafft, als dann 10 gegen 10 war, irgendwie noch das Tor zu machen oder ja, einfach nochmal für Hoffnung sorgen zu können. Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde kann man schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wie blickst du auf die bisherige Saison zurück? Ja, die letzten Wochen waren natürlich sehr bitter. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben, bis vor gefühlt 2 Wochen. Und ja, jetzt haben wir 3 Spiele am Stück verloren und das sieht natürlich dann gleich im Tabellenbild deutlich schlechter aus. Aber man sollte es dann schon das große Ganze sehen und ich glaube, dann war es trotzdem noch eine gute Hinrunde, keine sehr gute mehr auf dem Weg, wo wir vielleicht schon mal waren. Ein Auswärtsspiel steht aber noch auf dem Programm. Was erwartest du in Nürnberg am Sonntag für ein Spiel? Ja, natürlich ein offenes Spiel. Die spielen ja heute auch nochmal. Müssen wir schauen, wie sie es machen. Sie haben jetzt auch nicht die beste Phase, deswegen ist ein bisschen abzuwarten, wie sie heute spielen. Aber ich glaube, es wird ein kompakter Gegner. Wird schwierig sein, Torchancen herauszuspielen. Und ja, individuelle Qualität haben sie. Deswegen glaube ich, wird es auch nochmal ein richtig harter Kampf für uns. Dann wünsche ich schon mal eine gute Vorbereitung und viel Erfolg am Wochenende. Danke.